Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, welche Folge es ist. Ich glaube, die 22 hatte ich schon, ne? Also entweder die 22 oder die 23. Das blendet immer noch ein bisschen. So. Heute ist so ein Scheißwetter, dass ich Licht anmachen musste. Also hinten habe ich ja immer ein bisschen Licht an, aber diesmal musste ich auch vor mir ein bisschen Licht anmachen, sonst hätte ich im Dunkeln gesessen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Jenny, 25, wohne in der Nähe von Hildesheim. Das Geräusch hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich das Mikro dran habe, aber der Kater miaut hier lustig vor sich hin und setzt sich jetzt in den Schrank. Ich habe ein Kleingewerbe für Häkeln und Stricken, also hauptsächlich für die Anleitung dementsprechend. Und habe diesen Podcast gegründet, um mich mal so ein bisschen selber zu pushen. Ich habe tatsächlich auch einiges fertig. Ich habe ja dann auch schon ein bisschen nicht aufgenommen. Ich wollte letzten Donnerstag aufnehmen, aber habe das nicht mehr geschafft, weil ich zu meiner, also in meine Heimat gereist bin und dann von da weiter. Das erzähle ich dann, euch dann aber gleich. Und das war dann an dem Tag einfach zu knapp. Und ich habe gedacht, ich habe auch nicht so viel zu zeigen und mache ich das einfach später. Also sonst hätte ich jetzt letzten Donnerstag aufgenommen. Jetzt ist es eben Montag. Und bevor ich jetzt gleich zur Uni muss, habe ich gedacht, ich mache noch kurz ein Video für euch, um euch mal zu zeigen, was ich fertig habe und was ich am Wochenende gemacht habe und was ich da mitgebracht habe. Ich habe am Wochenende bin ich von meiner Heimat aus ein Stück weitergefahren nach Thüringen, nach Friedrichroda, um genau zu sein. Und wir hatten da ein schönes Strickwochenende mit dem Oranienburger Wollfärbeduo. Das kennt ihr bestimmt vom Namen her, also ich habe es auch schon erwähnt, aber die Claudia von Lexis Masche, die hat da auch ganz, also die kauft da sehr, sehr gerne ein und die berichtet auch mal davon. Also nicht von diesem Strickwochenende, da war sie jetzt nicht mit dabei, aber von der Wolle, die zeigt sie auch immer. Ja, und da haben wir ein kleines nettes Stricktreffen gemacht, also wir waren um die 20 Leute, hauptsächlich Frauen, klar waren ein paar Männer dabei, aber das waren dann eben die Männer von den Frauen, also keine strickenden Männer, sondern eben ja, die Begleitung. Die haben dann zeitweise extra den Tag verbracht, also die Brauerei besichtigt und sowas. Ja, einfach Männersachen gemacht und wir Frauen haben zusammengesetzt und gestrickt. Und ich habe da tatsächlich was geschafft, aber so viel gebracht hat es mir nicht, das werde ich euch aber gleich zeigen. Zum einen habe ich die Socken für meinen Freund fertig. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich das so komisch ausgedrückt habe. Ja, das war der erste, den habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Da hängt jetzt noch der Faden dran, aber das also Innere der Faden ist auch noch nicht vernäht. Das war der erste Socke. Den zweiten hatte ich schon den Schaft fertig, bevor wir jetzt am Wochenende dahin gefahren sind. Und dann habe ich die Ferse dort gemacht und den Fuß. Wenn ihr jetzt denkt, oh ja, der Sock ist schön. Der Sock ist schön. Das stimmt, einzeln schön sind sie auch schön. Aber das ist absolut die gleiche Reihenzahl. Die gleiche Nadelstärke, die gleichen Nadeln und ich habe viel, viel lockerer gestrickt jetzt am Wochenende. Bei der Ferse geht es noch, also das passt von der Weite ungefähr. Ich werde dann, also bei den zweiten Socken bis zum Ende der Ferse, also bis ich bei diesen Abnahmen bin, ribbeln müssen und das nochmal fester stricken müssen. Das war wahrscheinlich einfach in dem Elan, wo wir da zusammengesessen haben, dass ich da einfach zu locker gestrickt habe. Marolle gesagt, warum machst du da so riesen Füße, wenn das 43, 44 sind, soll, das sieht zu groß aus. Ja, zu lang ist es ja noch nicht wirklich, also ein bisschen. Das geht ja noch. Naja, also ein bisschen zu lang ist es, aber die Weite ist halt eben viel zu groß. Ja, und dementsprechend muss ich dann eben nochmal ribbeln.
Das nehme ich aber gleich mit zur Uni. Da haben wir immer zwischendurch eine halbe Stunde Pause. Und dann kann ich das vielleicht, also zumindest ribbeln werde ich es da. Und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, vielleicht auch ein paar Reihen weiter stricken. Mal schauen. Ja, dann habe ich noch was geschafft. Also fast. Den Rest habe ich gestern Abend zu Hause noch schnell gemacht. Und zwar habe ich eine Mütze gestrickt. Und die ist so weich. Die Wolle ist von Lana Crossa. Cool Wool Alpaka. Die hat 140 Meter auf 50 Gramm. Die Banderole war falsch beschriftet, also da stand 80 Meter oder 85 Meter drauf. Und dann haben die einfach so Sticker drüber geklebt mit der richtigen Lauflänge. Also ich nehme einfach an, die haben die verkehrte Lauflänge da drucken lassen. Mussten das eben so kleben. Das ist Merino-Wolle mit Baby-Alpaka und ist halt sehr, 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 sehr kuschelig. Also es ist so schön. Mein Bruder hat auch gleich schon die Wolle angefasst und gesehen und hat gesagt, daraus möchte ich Stulpen haben. Weiß ich noch nicht, ob ich das mit dem Garn mache, weil es eben ein bisschen dicker ist. Für Stulpen wäre mir eigentlich ein dünneres Garn lieber. Da werde ich dann morgen in Ruhe mal hier schauen, was ich da noch so Schönes für ihn hätte. Und dann darf er sich das am Mittwoch dann, nee, am Donnerstag, wenn ich ihn sehe, kann er sich das dann aussuchen. Er hat auch Stulpen, die perfekt sitzen, also so mit so Fingern halt dran. Also nicht, die nicht hier unten aufhören, sondern halt mit Fingern. Und die habe ich dann gleich schon vermessen, habe mir das alles notiert, dass ich dann eben loslegen kann, ohne das nochmal nachmessen zu müssen an seiner Hand. Ja, ich habe einiges über von dem Knäuel. Also es ist jetzt nicht weltbewegend viel, vielleicht 5 bis 10 Gramm. Und die Mütze ist eben nicht für mich. Ich kann ja versuchen, sie aufzusetzen, weil wenn ich sie aufsetze, werdet ihr sehen, warum sie nicht. Na, es geht aber eigentlich noch. Sieht bei mir ein bisschen merkwürdig aus, aber ich habe halt auch einen fetten Kopf. Ja, ich habe einen Dickschädel. Mein Freund hat einen dünneren Kopf und dem passt die Mütze, ohne dass er so aussieht. Ist halt eine Männermütze. Das erkenne ich natürlich auch an den Farben. Also klar, kann das auch eine Frau tragen, keine Frage. Aber das ist also eigentlich eine Männermütze. Hier hinten die Farbe kommt, also stimmt eher, als wenn ich mich nach vorne beuge. Das ist so eine Mischung aus Braun, Blau, also so Steampunk-mäßig. So, ja, Bronze. Ein Bronzeton und dann eben so ein bisschen Blau da mit drin. Eine Patina, muss ich sagen. Ja, und die habe ich nach der Grundanleitung vom Socket Head gemacht. Da habe ich 96 Maschen angeschlagen. Das passte von der Maschenprobe. Dann habe ich hier aber nicht wie beim Socket Head hier 10 cm und dann 23 cm gestrickt, weil dann wäre es ja eine Beanie. Das wollte ich, Long Beanie, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe 6 cm Bündchen gestrickt, dann 13 cm gerade hoch und dann die Abnahmen gemacht. Da dann irgendwie eine Reihe, also jede 8. Masche zusammenstricken und dann zwei Reihen drüber und dann das bei der 7. genauso, bei der 6. genauso, bei der 5. genauso und dann wie bei der Sockenferse eben immer weniger Zwischenrunden, damit das nachher nicht so eine Zipfelmütze ergibt. Ja, die ist auch fertig. Wie gesagt, ich war fleißig. Die habe ich, wie gesagt, auch beim Stricktreffen angefangen, weil da brauchte ich nicht drüber nachdenken. Ja, dann habe ich. Ja, ich erzähle euch jetzt einfach erstmal das von dem Stricktreffen, das, was ich da mitgenommen habe und alles andere mache ich dann danach weiter. Weil das war jetzt ja nun, habe ich ja beim Stricktreffen eben auch weitergearbeitet. Wie gesagt, das war vom Oranienburger Wollfärbeduo ein Treffen und da haben wir auch natürlich Wolle kaufen können. Ich hatte ein paar Sachen schon vorher bestellt und die dann halt statt mir die per Post schicken zu lassen und das Porto zahlen zu müssen, habe ich mir die eben dann, oh, dann hängt das nicht mehr drüber, mitbringen lassen. Weil das alte nicht und weil das nicht alte. Grammatikalisch richtig. Und dann habe ich mir das eben mitbringen lassen und durfte das dann den Abend vor dem eigentlichen Wollverkauf schon auspacken. Ja, und da habe ich einen großen Müllsack bekommen. Also es liegt einfach an der Menge. Ich zeige euch das. Aber auf dem Müllsack steht mein Name, also es ist cool. Ja, da steht mein Name. Juhu. Und das ist ein Sack voll Wolle. Wie ihr sehen könnt, ungefärbte. Ich habe jeweils einen Strang rausgenommen, weil ich gedacht habe, ich möchte da jetzt nicht drinnen wühlen. Die waren halt in so einem großen, also ich hatte sie so als großen, wie so ein Fußball praktisch zusammengeknotet. Ich habe sie dann im Aufzimmer, um ein schönes Foto zu machen, alle als Stränge eingedreht. Ja, dann habe ich zum einen da Baumwolle mitgenommen. Das ist diese Baumwolle von Lanatos, die aber aus dem Programm genommen wird, so wie ich das verstanden hatte. Also entweder bei ihr oder bei Lanatos, das weiß ich nicht. Und ich habe die schon gefärbt von einer anderen Färberin gehabt und finde dieses Material total schön. Und dann habe ich mir davon 10 Stränge
gekauft bei ihr. Und die hat 340 Meter auf 100 Gramm. Und da kann ich dann entweder zum Beispiel zwei Pullis oder drei Pullis draus machen oder vielleicht auch, was ich eben sage, ja, ein Mantel oder so, also was Längeres, geht eben auch. Die muss ich dann halt färben, weil ich möchte das jetzt nicht im Naturton behalten. Da kann man aber auch keine normalen Säurefarben finden, da gibt es Spezialfarben. Die habe ich bei Amazon auch schon rausgesucht. Ich weiß gerade die Firma gar nicht. Das zeige ich euch dann, wenn sie da sind. Wenn ich sie bestellt habe und sie da sind. Mützen und Haare vertragen sich nicht. Und das gleiche gilt für das zweite Garn, was ich mitgenommen habe. Das ist dieses hier. Das hat einen total tollen Glanz. Ja, den könnt ihr erahnen. Entschuldigung. Das Garn heißt Fizzy. Also Fizzy. Ist auch von Lanatus ein Rohgarn. Und das besteht aus Viskose. Viskose, wie ihr wisst oder vielleicht auch nicht wisst, wird aus Zellulose gewonnen. Also ist auch eine pflanzliche Faser. Das wird häufig unterschätzt. Viele sagen immer, das ist ja künstlich. Ja, es ist halt ein anderer Prozess, als was eben bei einer Baumwolle ist oder eben bei Papierherstellung. Da wird das praktisch aufgelöst, Zellulose, und dann durch Druckerhöhung und in kleinen winzigen Löchern wird da die Faser ausgepresst. Also die fällt dann einfach aus dem Wasser aus. Das ist ein chemischer Prozess, den brauche ich jetzt nicht genauer erklären, das ist nicht so einfach. Ja, Viskose ist eben pflanzlich und ist super glatt. Und hat halt wahnsinnigen Glanz. Es geht halt Richtung Seide, ist aber deutlich robuster und natürlich auch günstiger. Weil das kann künstlich hergestellt werden aus einer Pflanzenfaser und bei der Seide, die muss ja eben erstmal entstehen. Ja, die hat 130 Meter auf 50 Gramm und davon habe ich 15 Stück. Also damit komme ich auch ziemlich lange aus. Und das ist halt auch ziemlich hell. Also. Wenn ihr das jetzt vergleicht, die Baumwolle ist da deutlich dunkler. Das macht aber nichts. Das habe ich den Abend vorher bekommen. Dann hatte ich noch Perlen bestellt. Also keine normalen zum Einstricken, sondern so größere. Einmal diese hier. Man sieht jetzt nicht so, nur so kann man es einigermaßen erkennen. Da sind halt verschiedene lustige Motive drauf. Also Blümchen, dann mal so ein grafisches Muster. Leopardenmuster, genau, alles Mögliche. Gibt aber mehrere immer, die zusammenpassen. Ja, und das gleiche dann nochmal in größer. Und die kann man zum Beispiel bei Quasten oder sowas unten mit anbringen. Kann man auch einstricken, aber dann eben als Eyecatcher. Nicht flächenmäßig, sondern halt mal hin und wieder. Ja, die beiden Tüten. Dann habe ich noch Schnappringe mitgenommen. Die fand ich ganz witzig. Da könnte man halt zum Beispiel mal schon Markierer dran aufbewahren. Aber die gingen auch für eine Tasche, wenn man mal eine häkeln möchte oder so. Das sind solche Ringe. Also, das ist eigentlich wie Karabiner, nur eben rund. Da habe ich zwei in Silber, das ist nicht, ist Chrom eigentlich eher. Und zwei in Goldoptik. Natürlich kein echtes Gold, aber. Waren auch ziemlich günstig und die fand ich echt cool und habe ich gesagt, nee, die muss ich auch mal haben. Habe jetzt natürlich jetzt nur spontan nichts, wofür ich das jetzt bräuchte, aber ich fand sie cool und habe gedacht, irgendwann fällt mir dafür mal was genau Richtiges ein. Und dann habe ich noch zwei Tuchnadeln bestellt, zweimal die gleiche. Ich werde nicht zwei gleiche Tuchnadeln gleichzeitig tragen, das ist logisch. Naja. Also das ist ja so ein Zickzackmuster mit so einem kleinen Verlauf. Und das ist eine große Sicherheitsnadel im Grunde. Also, ihr könnt das so aufmachen, dann prickt man das eben durch das Tuch durch, wenn man das eben tragen möchte. Dann macht man es wieder zu und dann hat man das eben so dekorativ vorne. Noch ein zweites habe ich schon mitgenommen, die kriegt dann meine Mutter zu Weihnachten. Also nicht nur diese Tuchnadel, aber eben ja, zum Geschenk dazu. Das fand ich so ganz nett. Ja. Und dann habe ich den Abend noch eine Nadel bekommen, aber keine Tuchnadel, sondern eine Stricknadel, Packung. Und das ist diese hier. Das Adi Crazy Trio. In der Stärke 2,5. Die brauche ich halt eher für sechsfach Sockenwolle. Andere Stärken, die habe ich auch bekommen. Die zeige ich euch gleich.
Und die fehlte mir noch und habe dann gedacht, dann soll sie mir die mitbringen. Fand ich ganz cool. Und ich habe damit auch schon angefangen gehabt, mit der Stärke, glaube ich sogar. Und muss sagen, ich komme super mit klar. Also ich hatte keine Socken angeschlagen, sondern für dieses Strickwochenende, um jemandem zu erklären, wie man wie man Vereil strickt, habe ich halt so eine kleine Art Stulpe angeschlagen und damit mal getestet, wie es funktioniert. Also Vereil mit dem Trio geht auf jeden Fall auch. Das geht ohne Probleme. Ich finde sie super. Manche haben mal halt Probleme damit. Oder die kriegen dann Leitern, hatte ich auch nicht. Ja, das sind so drei solche Nadeln. Das sind so ähnlich wie diese Neko-Nadeln, nur die Neko-Nadeln waren ja fest und aus Plastik, glaube ich. Also die brechen halt schnell. Und diese hier haben halt dieses flexible Seil. Und dann kann man beim Stricken, wenn einem, also man nimmt ja immer zwei Nadeln. Die dritte ist dann zum Abstricken. Und die Maschen liegen dann hier sozusagen so in einem Kreis. Und wenn einen die Nadel stört, dann kann man die auch so nach hinten umploppen lassen. Wenn man das umploppt, dann kann vielleicht entstehen dadurch die Leitern. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man das nicht macht, dann legen sich die Nadeln, also die Enden von der anderen Nadel, die man gerade nicht strickt, die legen sich irgendwo zwischen die Hand zwischen und stören überhaupt gar nicht. Hätte ich auch anders gedacht. Ja, und die haben zwei unterschiedliche Spitzen. Ich glaube, in der Stecke. Ein bisschen kann man es erkennen. Das hier sind die stumpfen Spitzen, also diese normalen Sockennadelspitzen. Und hier, das sind Lace-Spitzen. Ich stricke die lieber mit den Lace-Spitzen ab. Da muss man dann halt sich dran gewöhnen, wie man die Nadeln eben halten muss. Und dass man sie dann immer, wenn man die abgestrickte rauszieht, dann direkt umdreht. Aber das ist Übungssache. Also das hatte ich dann nach diesen, was weiß ich, 20 Runden, die ich da gestrickt hatte, mit auch schon raus. Also kein Aufwand. Oh, und dann habe ich natürlich noch gefärbte Wolle gekauft. Die zeige ich euch jetzt auch. Und danach zeige ich euch dann erstmal noch ein Projekt, was ich fertig gestrickt habe. Und noch ein anderes, was ich fertig habe. Das aber nicht vom Stricktreffen war, deswegen erstmal Stricktreffen. Ach so, ja, zu der Mütze, die ich vorher euch gezeigt habe, die habe ich mit den Prüm Ergonomics in zweieinhalb gestrickt. Nadelspiel. Nicht Rundnadeln, die gibt es in der Stärke noch nicht. So. Ich kann jetzt schon mal sozusagen so einen Sneak Peek schon mal gucken, was ich da alles so an euch vorbeischleuse, ohne dass ihr, Entschuldigung, richtig hingucken könnt. Schicke Weihnachtstüte gab es dazu. Das war das gerade für ein komisches Geräusch aus meinem Mund. Ich habe zwei Stränge schon gewickelt, weil ich die fürs Vereil benutzt habe. Die beiden. Die werde ich auch in Kombination so verarbeiten, aber als Brioche. Schon eingeplant, ein Loop. Das ist die Lifestyle von Atelier Citron. 310 Meter auf 100 Gramm. Ist halt 100% Merino und Superwash ausgerüstet. Also die geht auch nicht kaputt beim Waschen. Beiden, die haben halt einen mega Kontrast. Das wird echt cool, glaube ich. Diese Farbe, also die fand ich, ich habe den Strang gesehen, habe ihn gleich schnappen müssen. Die sind, wie gesagt, schon gewickelt. Alle anderen habe ich noch als Stränge, die wickle ich dann hier zu Hause in Ruhe. Ja, dann habe ich. Fangen wir mit dem hier an. Huch, das hat sich gerade in Wohlgefallen aufgelöst, das Strängelchen. Das wieder zu knoten. Einmal Merino Bambus 400er. Ich mitgenommen. Das ist ein Braun, also das könnt ihr ja auch so erkennen, so ähnlich wie bei der Mütze. Braun-grau so. Grün, blau, hellgrün. Fand ich schön, den Strang. Der gefiel mir gut. Da bin ich gespannt, wie der dann nachher aussieht, wenn ich den fertig gewickelt habe. Also wirkt wahrscheinlich wieder ganz, ganz anders als hier auf dem Strang. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. So. Dann einmal den hier, der hat kein Schild dran, aber ich weiß, was das ist. Der ist wahrscheinlich kriegen, also das ist ein 200-Gramm-Strang. Da kriegen wahrscheinlich mein Freund und mein Bruder Socken draus. Reicht für beide. Und der ist eben so braun und so dunkleres Grün. Also dunkel ist es nicht, aber es ist auch kein leuchtendes Grün. Also es ist dezent. Den habe ich noch mitgenommen. Und dann habe ich noch drei Stränge mitgenommen.
die, Platz mehr hier. Die farblich, ja, zwei davon passt farblich zusammen, die aber das gleiche Material haben, deswegen zeige ich es euch alle gleich einmal. Das sind diese drei hier. Sockenwolle mit Goldlurex. Also die haben auch ganz normale Lauflänge, wie man das kennt. Dann eben so ein Mintgrün. Ja, würde ich am besten als Mintgrün beschreiben. Ein Rot. Ein etwas gedeckteres. Also das ist nicht pink, wie es für euch jetzt aussieht, sondern es ist schon rot. Aber es ist kein Knallerrot, sondern so ein weihnachtliches, dunkleres Rot. Habe jetzt gerade nichts Vergleichbares, was ich euch da zeigen kann. Und dann noch so ein Knallegrün. Das wird natürlich was für mich. Also mein Freund würde ich nichts mit Goldglitzer schenken wollen. Außer ich wollte ihn ärgern. Ja, und die beiden könnte ich mir auch sogar zusammen vorstellen. So ein Mustersocke oder so. Fände ich ganz cool. Für mich selber eben. Das war dann schon meine Ausbeute vom Wochenende. Muss man ja nicht übertreiben, was den Einkauf angeht. Klar könnte, also jeder von uns hätte mehr mitnehmen können, weil es echt schöne Sachen gab, aber man muss sich ja dann irgendwo auch eine Grenze setzen. Muss man es ja nicht übertreiben. Ja. Dann war es das zu dem Wochenende. Das fand ich übrigens, habe ich glaube ich noch gar nicht so erwähnt. Also mir hat das Wochenende sehr, sehr gut gefallen. Und wenn sich die Gelegenheit mal wieder bietet, würde ich da auch jederzeit wieder mitmachen. War halt ungewohnt, weil ich schon Ewigkeiten nicht mehr alleine irgendwo war. Mal so für ein Wochenende oder so. Und das werde ich jetzt auch erstmal eine Weile nicht. Und ja, war mal was anderes. Das Hotel war ein bisschen abseits gelegen von dem Ort. Also wir sind auch nicht rausgegangen, weil das Wetter war so schrecklich kalt und ach, windig und boah. Facebook hat mich daran erinnert, dass ich drinnen bleiben sollte. Habe ich auch so gemacht. Dann zeige ich euch, was ich noch gemacht habe. Was außerhalb vom Stricktreffen noch war. Ich fahre hier gerade so durch. Also ich glaube, es wird eine kurze Folge werden. Riesenprojekt. Wer mich schon länger verfolgt, hat das schon mal sogar gesehen. Habe ich nämlich schon mal gezeigt. Aber ich bin vorangekommen. Ich bin vorangekommen. Nach 2 Jahren. Endlich. Ich habe für meinen Bruder vor 2 Jahren, ohne Scherz, also Facebook hat mich daran erinnert, dass ich das vor 2 Jahren gepostet habe, den Anfang, für meinen Bruder einen Pullover angefangen. Und das war noch nicht fertig. Aber das ist ein Vereilpullover, mehr oder weniger. Der Vereilteil ist fertig. Und da bin ich tierisch glücklich drüber. Es ist jetzt zwar nur noch schwarz, es ist nur noch 17 cm schwarz stricken, aber ganz ehrlich, die schaffe ich jetzt auch noch. Ich muss nicht mehr zählen, ich kann das beim Fernsehen gucken, stricken, alles gut. Morgen habe ich Zeit, da kann ich ein hohes Stück schaffen und eben wohl noch ein bisschen Kisten ausrollen. Muss ich mir auch tun. Ein Breaking Bad Pullover mit einem Katzenhaar dran. Habe ich bestimmt irgendwo anders hin. Hinten steht Breaking Bad drauf. Und vorne ist Walter White drauf. Das rollt sich jetzt hier unten ein. Hier unten sind noch Totenköpfe drauf. Das könnt ihr vielleicht ahnen. Hier so eine. Ich weiß immer noch nicht, ob es eine Biene ist oder eine Fliege. Keine Ahnung. Ein Molekül und eine Pistole. Ja, dann eben Walter White mit seinem Hut und dann seinem. Meine Sonnenbrille und dem. Ich wollte gerade sagen, Schnurzbart. Schnurrbart, oder Schnauzbart. Der ist Schnurzbart. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Big Bang Theory. Der eine, der Inder, der sagt immer Schnurzbart. Deswegen ist das irgendwie bei uns so, man denkt, wenn das immer Schnurzbart. Ja, ihr seht, dass teilweise beim Schwarzen die Farbe, also das Helle noch durchscheint. Also zum Beispiel oben beim Hut, also jetzt ist für euch an der unteren Grenze vom Bild gerade. Und auch bei den Molekülen. Das wird aber nachher nach dem Waschen dann nicht mehr zu sehen sein. Wie gesagt, Muster ist fertig. Jetzt nur 17 cm runterstricken. Ich habe auch an ihm abgemessen, dass das auch dann wirklich hinkommt. Und die Ärmel. Also die sind jetzt ja momentan hier auf diesen Seilen, auf den Fäden stillgelegt. Die muss ich dann eben wieder aufnehmen und dann nur noch runterstricken, bis ich fertig bin. Und da bin ich echt froh, wenn der durch ist. Das Garn, was ich verwendet habe. Das Grüne ist Bravo von Schachenmeier.
Nicht wundern, dass ich da Polyester für nehme. Normalerweise würde ich das für einen Pulli nicht nehmen. Aber der ist in 3XL. Und ihr wisst, wie viel dann Merino-Wolle kostet in der Menge, die ich gebraucht hätte. Und auch in der Dicke. Und das war es mir nicht wert, wenn mein Bruder den vielleicht nachher gar nicht so viel anzieht, wie der das gerne jetzt so geplant hatte. Wenn er ihn vielleicht weniger ansieht, dann wäre es mir viel zu schade um die Arbeit und um das Geld für den Pulli. Deswegen aus Poli. Aus Bravo würde ich keinen kompletten Pullover stricken. Definitiv nicht. Dafür ist sie zu, ja, zu poli. Das Weiße ist das gleiche wie das Schwarze von der Firma. Und zwar ist das die Lisa Uni von Gründel. Die Lisa wurde umgestellt, leider, vor einem Jahr oder so. Und hat jetzt eine ganz andere Grifffestigkeit. Die ist jetzt wie die Bravo, was ich total blöd finde, weil die früher, die war super glatt, also so ähnlich wie Viskose schon, also richtig glatt und schön und weich. Und da habe ich auch gerne meinen Schal oder sowas ausgestrickt, weil das war einfach angenehm zu tragen. Ja, dann haben die das überarbeitet und jetzt ist das so stumpf und fest wie Bravo. Jeder von euch hat Bravo schon mal in der Hand gehabt. Und das ist so ärgerlich, weil Bravo gibt es eben schon auf dem Markt. Warum muss dann Gründel genau sowas nachmachen, statt einfach bei ihrem Wissen zu bleiben und das Schöne, was sie haben, was viele auch benutzt, gerne benutzt haben, weil es eben was anderes war. So eine weiche Wolle aus Poly habe ich noch nicht verarbeitet gehabt. Das gab es nur bei Gründel, ja, und das gibt es jetzt nicht mehr. Es das heißt jetzt eben Lisa Premium und tun so, als wäre es was Tolleres, aber es ist ganz schlecht geworden. Ja, ich hatte das Garn dafür nachgekauft gehabt für die Arme und habe dann feststellen müssen, dass ich eben die neue bekommen habe, die neue Lisa. Und die konnte ich dann nicht nehmen. Das wollte ich meinem Bruder nicht antun und hatte dann ja einen Aufruf gestartet, also eine Freundin hier aus der Nähe von mir, die hat dann mir ein Pack neue überlassen und eine liebe Zuschauerin hatte mich ja noch angeschrieben, dass sie auch noch welche hat und sie auch abgeben würde. Ja, und ich habe jetzt auf jeden Fall genug, das reicht Masse, um es fertig zu kriegen. Vielleicht sogar noch ein bisschen was über, mal schauen. Ja, dann stricke ich die Arme runter mit Bündchen oben, also am Körper eben auch mit Bündchen und hier am Halsausschnitt natürlich muss auch noch ein Bündchen dran. Sonst sieht das ein bisschen labberig aus. Und dann habe ich den hoffentlich auch mal demnächst fertig. Also ich würde ihn gerne ihm zu Weihnachten schenken. Dann ist das nämlich erledigt. Ja. Irgendwie habe ich zu viel vor. Dann zeige ich euch noch was Fertiges und dann noch einen Einkauf. Und dann bin ich für heute schon durch. Ich rase gerade wirklich hier durch. Macht ja nichts. Und zwar habe ich was gestrickt aus dieser Wolle hier. Das ist. Dieses Knäuel ist schon ein bisschen durch meine Tasche geflogen. Deswegen sieht es nicht mehr so schön aus. Das ist eine Boots Sonderedition, fünffädig, statt eben die normale vierfädig. 320 Meter auf 100 Gramm, 44% Wolle, 42% Baumwolle und 14% Polyamid. Und gefärbt von Wundervoll. Punkt bis. Ja, und da habe ich was Süßes draus gestrickt und das zeige ich euch jetzt. Sehr viele von euch, die mich auf Facebook als Freund haben, haben das auch schon gesehen. Und zwar in einem Post. Und was ich gestrickt habe, sind kleine Babyschuhchen. Und jetzt kann ich euch auch endlich verraten, warum ich die letzten Wochen so viel Übelkeit hatte und Magenprobleme hatte. Nein, ich hatte keine Magenschleimhautentzündung oder sonst was, sondern ich werde My Mama. Und da ich jetzt sowieso dann bald anfange mit der Babystrickerei und so weiter, habe ich auch gedacht, ich erzähle euch das auch. Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Und ja, die kritische Zeit ist sowieso durch. Von daher, jetzt darf ich es auch allen sagen, ohne dass man schief angeguckt wird. Ja, ich habe diese Schürchen gestrickt. Die sind viel zu groß. Und ich habe sie auch mit viel zu großer Nadel gestrickt. Deswegen werde ich euch die Anleitung auch nicht empfehlen, weil die gibt keinen Aufschluss über die Wolle. Die gibt keinen Aufschluss über die passende Nadelstärke zur Wolle. Also das ist. Die Anleitung an sich ist süß gemacht. Gar keine Frage. Aber wenn ich nicht weiß, mit welchem Material ich stricken soll, was meine Maschenprobe ist, dann brauche ich das gar nicht stricken, weil ich zeige euch nämlich jetzt, was passiert. Wenn ich die so hinstelle, sind die ja süß und klein. Aber die könnte ich auch so auseinanderziehen. Toll, ne? Und das ist ja nun eine Größe 34, 35. Also kein Baby wird das jemals tragen können, das fällt sofort vom Fuß runter. Deswegen sind diese Schüchen schön
fürs Foto, was wir da eben auf Facebook gemacht haben, das Veröffentlichungs- oder das Bekanntgabefoto, aber die werden niemals getragen werden. Die sind dekorativ, wenn irgendwo hingestellt. Ja. Das, da muss ich dann definitiv andere raussuchen, die da besser formuliert sind. Das ist mir dann zu schade um die Arbeit. Also es war zwar natürlich nicht so viel Arbeit wie andere Sachen, aber trotzdem, man strickt und strickt und dann nachher denkt man sich, ach, für ein Foto ist es schön, aber anziehen? Nee. Nee. Muss ich nicht haben. Ja, und dann habe ich noch ein Paket gekriegt. Also ich reite jetzt nicht drauf rum. Die nächsten Monate werdet ihr schon noch genug hören, wie alles so verläuft. Da brauche ich jetzt nicht stundenlang hier erzählen. Hilft ja auch keinem. Ja, und dann zeige ich euch das letzte Paket, aber vorher muss ich die Kamera mal eben neu starten, bevor ich abgebrochen werde. Und zwar ist ein schicker Karton bei mir angekommen. Den ich jetzt natürlich verkehrt rum halte, ist aber egal. Ich habe ihn verkehrt rum aufgemacht, weil da das Klebeband irgendwie dünner war, hatte ich nicht so viel Arbeit dran. Und zwar habe ich Post bekommen. Da ist noch Tee und eine Duftkerze in der Box, das zeige ich euch jetzt aber nicht. Ich habe Post bekommen aus Grenheim vom Rosa Laden. Da habe ich euch ja schon mal von berichtet. Einmal, das ist hier die Aktiv Superfein. 75 Schuhwolle, 25% Polyamid mit. Also Sockenwolle, aber halt weich. Nicht so weich wie die Fine Merino Socks zum Beispiel. Die ist noch weicher, aber doch sehr weich. Das ist so ein Ringbogen. Aber ein dezenter Ringbogen, also nicht so knallig. Wie ich finde, ist ganz schön. Mal den. Dann einmal die gleiche Qualität. Also auch Aktiv Superfein für meinen Freund. In einem schönen Grün. Dann haben wir hier Merino Seidenmischung, 80% Schurwolle, 20% Seide, 400 Meter auf 100 Gramm, auch Superwash ausgepustet. Und die habe ich in mehreren Farben. Da bei den anderen fehlen die Banderolen, aber ich nehme ganz stark an, dass das alles das gleiche ist. Das muss ich dann nochmal mit Sabine absprechen. Also diese drei. Ich kann natürlich auch einfach im Album gucken, wenn das Bild da noch drin ist. Die könnte ich mir auch echt gut zusammen vorstellen. Also gelb ist ja eigentlich sonst so nicht meine Farbe, aber ich fand es in der Kombi irgendwie dann wieder schön. Und mal gucken, was ich daraus mache. 3x400 Meter, 1200 Meter, da kriegt man auch schon was Nettes bei raus. Und dann noch ein Strang, ist auch Merino Seide. Den fand ich auch richtig cool. War mal irgendwie was ganz anderes. So ein bisschen Denim-Optik. Da ist sogar ein bisschen Senfgelb bei uns, stört mich nicht. Ich springe über meinen Schatten und verändere meinen Farbgeschmack tatsächlich. Ja, und dann war da noch was im Paket. Und das habe ich schon Ende September bestellt gehabt. Und ja, wir haben halt auf die Nadeln gewartet, dass wir die mit verschicken können. Deswegen lag die Wolle jetzt eben auch ein bisschen länger. Macht aber nichts, wird ja nicht schlecht. Und zwar habe ich über liebe Melanie, die, ich glaube, das heißt Häkeltraum-Café, wenn ich jetzt richtig gerade bin. Die arbeitet mehr oder weniger mit der Sabine zusammen vom Rosa Laden und die verschicken eben auch zusammen, weil sie in der Nähe sind. Und dann habe ich halt bei beiden was bestellt und dann habe ich das alles zusammenbekommen. Ja, und zwar noch mehr Crazy Trios und zwar sogar gleich drei Stück. Einmal 2,0, 2,25 und 3,0. Vielleicht werde ich irgendwann noch die 2,75 kaufen, einfach weil mein innerer Monk das, glaube ich, möchte, dass das alles, dass ich die Zwischengröße da eben auch habe. Am häufigsten stricke ich ja mit 2,0. Das ist ja so meine Sockennadelstärke für Vierfach-Sockenwolle. Bei manchem Garn geht auch 2,25. 2,5 nehme ich dann meistens für 6-fädig und 3,0 nehme ich dann für 8-fädig. Unser Wichteln, das muss ich jetzt dann noch ausloben, das werde ich vielleicht noch heute machen, wenn ich zukomme. Ist ja mit 6- oder 8-fach Wolle. Ich habe mich noch für keine Wolle entschieden, aber da kann ich dann eben auch mal die größeren Stärken ausprobieren. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie die sich dann eben im Langzeittest schlagen werden. Viele kommen nicht mehr klar. Ich schon. Alles gut. Ich glaube, das war es von mir tatsächlich auch für heute. Ich habe nichts mehr zum Zeigen.
Wobei das ja schon im Verhältnis zu manchen Wochen vorher echt viel ist, was ich zeigen kann. Und würde mal sagen, bevor ich jetzt hier noch ewig weiter sammel, mache ich Schluss für heute, melde mich, wenn ich Lust habe, oder vielleicht am Freitag wieder, wenn ich da was geschafft habe. Ansonsten würde das eben dann nächste Woche Donnerstag passieren. Donnerstag ist irgendwie immer so mein Aufnahmetag. Mal schauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Friert nicht am Boden fest bei dem Wetter. Lasst euch nicht einschneien. Bei uns ist noch nichts. Es ist einfach nur kalt und eklig und nass. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.